Was machst du denn hier? Ich lerne hier Philosophie. Ja, das hört man. Er lehrt. Meine ich doch. Was für eine Art von Philosophie? Neo-existentialistische Ne? Karten. Oh, was? Zentaoismus. Hier am Strand? Ja. Der Ort ist besser als ein Kloster in Tibet. Hier kann ich wenigstens zwischendurch surfen gehen. Ja, Das das möchte ist ich mal wichtig. sehen. Wie viele Studenten hast du zurzeit? Nun, zurzeit noch keinen einzigen. Aber sobald sich rumspricht, dass ein Guru an einem solch wunderbaren Ort seine Lehren hält, muss ich viele Leute abwimmeln. Kannst du mir etwas Philosophie beibringen? Okay, hier ist ein 10 Quan für dich. Ein was? Ein philosophisches Puzzle. Wenn ein Baum in einem Wald umfällt und niemand in Gott. der Nähe ist, um es zu hören, welche Farbe hat der Baum? Das hatte ich lustigerweise gestern oder vorgestern in Zelda gesagt, sowas ähnliches. Ich gebe auf. Denk noch etwas darüber nach und komm wieder, wenn du die Antwort weißt, mein Sohn. Ich rede mit dem Papagei. Polly ist süß. Okay, wir gehen noch einmal drüber. Der Vogel, der weiß doch, wo der Schatz ist, sowas, was der da mal sagt. Und Da liegt was auf dem Boden vor dem Vogel. was ist da nicht? Was? Eine Flasche. Meinst du die Flasche? Nee, da. Das schwarze Dings da. Der Strich. Das Brecheisen. Martini-Glas. Martini-Glas, ja. Willst du ein bisschen mehr Wasser destillieren lassen? Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen uns umschauen. Ja. Wir haben keine Karte mehr. Nein. Toll. Da will ich hin. Zu Meerdschungel. Mal sehen, was wir finden. Ein Beutel. Nimm Beutel. Komm nicht an, toll. Na, so viel fehlt da aber nicht. Der muss nur mal springen. Springen, Guybrush. Mal, gehen wir erstmal weiter. Okay, hier ist offenbar Ende. Vielleicht kannst du das irgendwie aufschneiden, den Beutel. Messer raus. Habe ich gar nicht mehr das Boah. Messer. Fuck. Zerbrochene Glas hast du auch nicht mehr, gell? Nee. Alles bei der Explosion verloren. Aber ich habe noch das Rad. Gehen wir mal da hinten lang. Kann man gebrauchen. Sieht kräftig aus. Nimm Seil. Sie ist zugenagelt. Ein Brecheisen. Hoch, Dynamit. Ach, nehmen wir mal mit. Dynamit ist immer gut. So, gehen wir mal hier den unteren Weg. Gott. Ein Baum. Mit dem können wir aber nichts machen. Nee. Toll. Toll. Oh mein Gott. Er ist noch den unteren Weg. Da gab's ja, ging es ja noch nach unten weiter. Was? Was ist das denn jetzt? Das sieht aber anders aus jetzt. Ja.
Oh mein Gott. Ich wette, hier ist nachher Big Whoop. Ja, hier ändert sich ja sofort alles wieder. Okay. Brauchen wir wohl doch irgendwie. Oh, ein Telefon! Ein Telefon! Eins, neun, null, eins, neunhundert. Bett. Jedi. Lucas Film Games, Chester am Apparat. Soll ich das mal fragen? Mach. Wann kommt Indiana Jones and the Fate of Atlantis? Nur nicht hetzen, wir sind ja froh, dass Monkey 2 fertig ist. Hal, seine Crew und Boss machen ja schon Überstunden. Ich habe mich auf Dinky Island in Monkey 2 verlaufen. Aus dem Raum, in dem sie gerade sind, gibt es nur zwei Ausgänge. Jetzt sollten sie es aber rauskriegen. Jo. Wo kommen die kleinen Babys her? Sie sind ein kleiner Perverser. Wir beantworten nur Fragen zu unseren Spielen. Warum sind Adventure-Spiele so teuer? Nach Abzug von Händlerrabatt, Mehrwertsteuer und Produktionskosten bleibt nicht viel übrig. Was ist denn nun das Geheimnis von Monkey Island? Also die Frage habe ich auch oft genug gehört. Es ist eine Überraschung. Warten Sie bis zum Ende dieses Spiels. Wer denkt sich immer diese dummen Witze aus? Also für die Witze in der deutschen Version können wir nicht. Die hat sich der Übersetzer fast alle neu ausdenken müssen. Angeblich hat er oft über die nicht übersetzbaren englischen Witze geflucht. Wie viel hat mich dieser Anruf gekostet? 75 Cent die Minute. Ihr Computer soll Ihnen das genauer ausrechnen. Danke für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Keine Ursache. Das ist cool. Toll, jetzt kann ich hier gar nicht schematisch durchgehen. Nee. Kannst du irgendwas mit dem Brecheichen zerhauen von den Sachen, die du da hast? Guck ich gleich mal. Oh mein Gott. So finden wir auf jeden Fall nicht den Schatz. Ah! Toll. Toll! Wieder anders, ja. Irgendwas muss man mit dem Papagei machen. Haben wir irgendwas für den? Ja, aber der will einen Keks. Polly will einen Keks. Krack! Polly ist süß. Siehst du, wo wir ihn vergraben haben? Der Vogel weiß, wo der Schatz ist. Polly ist süß. Na, Polly will einen Keks. Was ist eigentlich mit dem Schild? Achtung vor dem Papagei. Keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir das auch nicht mehr. Wir haben ja auch noch die Einkaufsliste von der Voodoo-Tante. Aber die brauchen wir vielleicht noch mal. Und die Schaufel brauchen wir auch noch mal. Ja, um den Schatz spätestens auszugraben. Wir haben auch noch die ganze Holzpolitur. Ja.
glaube, wir müssen irgendwie an diesen Beutel. Yep, das sehe ich auch so. Gehen wir mal gerade durch. Ach ne, hier war ich noch nicht. Toll! Ah, gehen wir mal hier unten rum. Ist ja vollkommen egal, wie ich gehe. Ja, du kommst am Ende, bist du irgendwann immer beim Strand. Ist hier noch irgendwas, was du kaputt machen kannst? Das Fass oder so? Gregor! Nom. Geh nach Osten vom Teich zum Dinosaurier. Ich schreib's auf. Wo ist mein Stift? Okay, tschüss. Osten.